Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einem weiteren kleinen Guide zu Sons of the Forest. Heute zur Schaufel und wo ihr diese finden könnt. Ihr seht, ich habe schon wieder mein GPS in der Hand und zoome hier mal mit dem Mausrad einmal raus. Und ihr seht, wir sind jetzt bei einer Höhle. Wir haben an der Stelle tatsächlich, wo diese drei Herren hier stehen vor der Höhle, auch schon die Schleuder gefunden. Und genau in dieser Höhle können wir heute auch die Schaufel finden. Ihr seht, hier ist nochmal die Karte. Wir sehen die zwei großen Strände und wir haben vor allem die grünen Markierungen, die bei euch ähnlich angeordnet sind. Und von daher solltet ihr diese Höhle hier ohne Probleme finden. Hier gar nicht so weit weg vom Berg selbst. Und wichtig ist an der Stelle zu erwähnen, dass ihr, um diese Höhle zu betreten, sowohl die Taucherausrüstung, also das Tauchgerät, als auch das Seilgewehr braucht. Denn beides wird in der Höhle benötigt und ohne diese zwei Werkzeuge kommt ihr hier nicht weit. Also holt euch das auf jeden Fall vorher. Auch dazu gibt es Guides hier bei mir auf dem Kanal. Und jetzt betreten wir einfach direkt die Höhle und ich zeige euch, wie ihr hier die Schaufel finden könnt. Wie immer in der Höhle, bringt eine gute Lichtquelle mit. Ich benutze jetzt hier die Taschenlampe. Und natürlich passt auf, im Gegensatz zu mir sind bei euch natürlich im Normalfall hier Gegner anzutreffen. Und deswegen gebt hier ein wenig Acht. Ihr nehmt jetzt die Seilrutsche hier nach oben und dann kommen wir hier an einen großen See. Und hier gehen wir schon direkt ins Wasser und tauchen einmal nach unten. Und da findet ihr, ja sag ich mal, so ein Loch im Boden. Und da gehen wir einmal ganz runter und dann müssen wir uns umdrehen. Und folgen dann hier dem Tunnel mit dem Tauchgerät. Also, im besten Fall habt ihr auch noch ein bisschen Sauerstoffvorrat natürlich dabei. Ist aber auch kein langer Tauchgang. Wir müssen später zwar noch einen zweiten kleinen machen, aber dann habt ihr es zur Schaufel geschafft. Der Weg dorthin ist ja doch auch ein längerer, sage ich mal. Wartet aber dann eben am Ende die Schaufel mit einem sehr, sehr interessanten, coolen Blick, den wir jetzt gleich haben werden. Jetzt folgt einfach der Höhle hier erstmal dem Weg nach oben. Hier könnt es dann runter und sobald wir hier auf dieses Wasser treffen, rutschen wir hier einmal komplett unkontrolliert bis in einen weiteren See. Und sobald ihr in diesem See seid, müsst ihr einmal an Land gehen. Und ihr seht es da hinten, da ist auch so ein bisschen Licht. Das heißt, ihr folgt jetzt einfach wieder dem Licht bis zu diesen Kisten hier. Und hier wird dann der Tunnel weitergehen. Also aus dem See raus, an Land, wo es Licht brennt. Und dann einfach dem Licht folgen in die nächste Höhle. Wir kommen jetzt hier zu ein paar Bauarbeitern. An denen gehen wir einfach vorbei, folgen der Lichtquelle hier hinten. In den nächsten, in den nächsten Korridor. Hier geht es dann leicht bergauf. Und dem folgen wir bis in diese große Höhle hier. Ziemlich coole Höhle. Hier können wir tatsächlich auch ein Lampenaufsatz finden. Hier Taschenlampenvorrichtung gefunden. Hier seht ihr es. Und wenn wir dann weitergehen, folgen wir der Höhle hier einfach weiter. Dann kommen wir eben in den Korridor, den wir jetzt suchen. Und zwar gehen wir dafür einmal hier entlang und dann hier runter. Und dann sollten wir nochmal an ein Wasserbecken kommen, in das wir tauchen müssen. Da ist es. Und jetzt wieder die Tauchausrüstung in Betrieb nehmen und wir folgen dem kurzen Tauchgang einfach immer geradeaus. Und das geht dann relativ schnell wieder aufwärts. Und dann habt ihr es auch schon fast geschafft. Wir gehen jetzt hier wieder an Land. Folgen wieder dem Korridor. Hier einmal entlang. Ich glaube, hier muss man sich etwas rechts halten. Genau. Und dann seht ihr da hinten schon ein ominöses Licht. Und einen einsamen Arbeiter. mit der Schaufel, die wir gesucht haben. Da ist sie. Nehmt sie an euch und habt Spaß damit, lohnt sich. Ich hoffe, das Video hat euch an der Stelle geholfen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, Abo für den Kanal, dann verpasst ihr hier auch in Zukunft keinen Guide mehr zu Sons of the Forest. Ich freue mich drauf, von euch wieder zu hören. Bis zum nächsten Mal und tschüss.